So, ich werde es mal Tag werden lassen. Ich glaube, F war das. Ja. Bis zum Tag warten. Gute Frage, wo der ist. Okay, das wollte ich nicht. Der Besen ist doch eigentlich normalerweise auf 3. Ah ne, ist auf 5. Hab ich auf 5 umgelegt. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Dann fliege ich mal eben nach Hogsmeade. Keine Abkürzung. Durch den Laubwald. Endlich können wir es. Jetzt können wir uns auf den Besen mal umziehen. Und das haben wir, glaube ich, an. So muss das den Charles trotzdem an. Wow, so muss das. Schöner Umhang. Nee, das mit dem Demigas-Figuren werden wir erstmal lassen. Auf eine Hogsmeade. Ein Zugriff mit Besen. Ein Reiztier. Okay, dann müssen wir hier vor, irgendwo davor landen. War am besten auf der Straße, nicht dass das Spiel wieder Blödsinn macht. Oh, schöner Umhang. Was? Wo bekommt man den her? Der Umgang ist auch gut, den ich habe. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. So schaut's aus. Hallo, Homura. Ich hoffe, das sieht keiner. Ich darf hier rein. Holzbrille mit grünem Gestell. Aha. Dafür sind wir hier eingebrochen. Das können wir noch nicht nutzen. Schmeiß ich gleich mal weg. Können wir den Besen eigentlich auch anpassen? Nee, können wir nicht. Dafür gab es ja im Shop da die Auswahl, die alle gleich kosteten und alles gleich viel konnten. Und wie man es aussuchen, wie der aussehen soll.
Ah, Stufe 2, da müssen wir. Ich kannte mal ein Mädchen, das sah aus. Wir müssen erstmal noch Sachen machen. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Das bin ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Aber jetzt sind Sie Freunde. Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Jetzt wird das angesprochen, was schon längst offensichtlich ist. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Sollte man boykottieren. Okay, den musste ich mal bringen. Wir lassen das Thema, aber. Auch das Thema, ich hab's gelesen. Es ist auch das Thema um sie, lassen wir. Wir reden nicht darüber. Wissen Sie, woran Ranrock und Rookwood gemeinsam arbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten, aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Den Ort ist so schön, sie sollten konfrontiert du und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Also den Umhang gab es, glaube ich, mal in als Belohnung für irgendeine Sache. Was habe ich jetzt erst entdeckt, dass man das tragen kann. Es gibt es als irgendwie als in dem Auftragsmenü, das kann man sich ja dann ändern. Und das Kleid, das Gewand, das habe ich, glaube ich, mich alles täuscht, habe ich das bei dem Kleidungshändler gekauft in Hogsmeade. Das gab es da irgendwann mal für einen, quasi umsonst. Und den Schal, den habe ich, glaube ich, irgendwo mal gesammelt. Der gab es, der war da in irgendeiner Kiste irgendwo. Weiß ich nicht mehr. Also den Umhang, den gab es, das Cape, das gab es als Belohnung für irgendeine Duellier-Sache oder irgendwie, dass man böse Zauberer besiegt hat und so weiter. 10 Stück irgendwie, das oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Das andere im Shop. Der Schal, gefunden. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, ich finde das Outfit auch geil. Dann grüßen Sie ihn von mir. Ich finde den Charakter vor allem sehr schön. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ich bin ein bisschen neidisch auf den Spielcharakter. Okay. Treffen sich zwei Transmenschen in der Bar. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Sirona? Aber natürlich.
hat sich schon erledigt. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Okay, was genau war die Quest? Ich habe nicht zugehört. War zu viel mit Outfits beschäftigt. Aufträge. Suche Lodgok im Wirtshaus Eberkopf. Aha. Bin ich schon kein Kompliment für mein Outfit im Real Life kriegen kann, dann für mein Outfit im Spiel. Passt zu den Haaren, Klamotte. Gleichfalls. Da war ein Schüler. Außerhalb der Schule laufen mal so rum. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Sagte die Eberkopf. Rebellio. Kann ich bei etwas behilflich sein? Hab mich verschluckt. Wandmontierte Eberkopf. Dieser an der Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase ab. Der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Aha. Eine Truhe. Schwarze Lederhandschuhe. Mal gleich wegwerfen eigentlich oder nicht, wir sind schon, sehen schon gut aus, wir sehen nicht gut aus, aber die haben ein gutes Netz. Aber wir können Lock auch behalten, wenn wir den Handschuh wegwerfen. Das ist ja großartig. Dann würde ich fast den Look hier nehmen. Na, ja, der ist besser. Und der Umhang, den wir tragen. Er ist legendärer Umhang. Und die Klamotte, die wir anhaben. Das ist das purpurrote Mystikgewand. Nicht sterben, habe ich nicht vor, noch nicht. Ah, wo wohl der Kobold ist? Ich glaube, ich finde ihn nicht. Ist so groß hier der Raum, so viele Leute hier. Habt ihr eine Ahnung, wo der Kobold ist? Da bräuchte man ein bisschen Hilfe, ich finde ihn alleine nicht. Wo soll ich nur suchen? Wo soll ich anfangen? Hallo Lodgok, Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein, eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrok. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Genau. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, damit ich ihnen einen Schritt voraus sein kann. Sagen wir mal, ich wüsste. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut. Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrok seine Pläne entlocken.
Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Ranrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Ranrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Aha. Das klingt doch interessant. Was war das gerade? Die Map wollte ich mal nachgucken. Das Grab der Hexe scheint wohl hier zu sein. Okay, hier haben wir so eine Spur. Hübscher Zauberstab. Was wollte ich? Vergessen. Mein Kurzzeitgedächtnis ist ein Sieb. Auch die Tränke wollte ich mal gucken. Was den mal hier bereithalte. Sollte mal gegriffen werden. Nein, da kommen wir nicht hin. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich wollte ein bisschen Zeug verkaufen. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Okay. Sieh da böse Markierungen auf der Karte. Da sind Gegner. Mal schauen, ob die uns in die Quere kommen. Ich bin da, um den Kobold zu verteidigen. Ist das nicht das, wo wir hin sollen? Warte kurz. Ein Geheimnis von nennens Geheimnis. Er ist so nett und wartet auf uns. Incendio. Okay, das Rätsel ist.
Incendio. Offensichtlich nicht Incendio. Hier. Tja. Verstehe ich nicht. Weiter geht's. Von mir aus könnte auch ein bisschen schneller laufen. Ach, das lag nur an mir. Ah. Und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Er hat sich an mein Tempo angepasst und nicht so, wir können auch mal schneller. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkots Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Da rufe ich doch aus. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Das ist gut. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Noch höchster ist Zeit, dass wir auch ihre Rückkehr. Müsste erst Zeit, dass wir auf die Inferi treffen. Bitte passen Sie auf. Okay. Explosionszauber. Levioso können wir auch noch gebrauchen. Lumos könnte auch hilfreich werden. Expelliarmus, naja. Inferi haben normalerweise keine Waffen. Das können wir noch nicht. Ich denke, das ist das Zauberset, was ich brauche. Wenn ich wieder Bengali habe, wenn ich wieder Akio-Rätsel drin sind. So, aber. Ich würde mal gerade sagen, ich mache eine kurze Streampause. 5 Stunden Streampause. Mal kurz Essenspause, Kaffeepause, Toilettenpause. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann bleibt's dran. Es geht gleich weiter. Hier im Abend, wir treffen auf Inferi. Es wird noch sehr spannend. Bis gleich. Auf dem Hippogriff reiten können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber erstmal in Feri. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was das nächste Dungeon uns zu bieten hat.
Also dafür, dass wir nur einmal kurz in Azkaban waren, wird das hier viel zu prominent eingeblendet in den in der Pause. Das sieht ja bedrückend aus. Verschlossen. Ein paar Münzen. Motten. Ah, verstehe. Seltsam. Lumos. Dachte ich mir doch schon, dass Lumos was Wichtiges wird hier. Bei Merlins Bad. Ja, was? Noch ist hier nicht viel los. Eine Schere bestickte Schuluniform. Hat die besseren Stats. Offensichtlich. Aber sieht scheußlich aus. Können wir mal hier, können wir Abhilfe schaffen. Die Stats von dem einen und das Aussehen von dem anderen. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter. Ah ja. Wir brauchen mal 30 Meter mit drei Motten. Lumos. Lumos. Einer fehlt noch. Jetzt wieder Münzen. Das sind Grabräuberei. Bestimmt Geld bei dem Loot. Jetzt hier durch. Verdrängung. So nicht. Levioso. Beinahe. Vielleicht hilft Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Oder auch nicht. Öffnen. Vielleicht der hier. Hä? Zauberstab kaputt. Tja, was könnte es da bringen? Bombarda könnte helfen, aber das haben wir noch nicht gelernt. Bombarda wäre offensichtlich. Ah, oder das. Lumos. Ganz gewandt.
Ein Downgrade. Kann man es auch direkt vernichten, wenn es eh ein Downgrade ist. Entspanntes Gewand war das. Wir brauchen eh Platz. Na, ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht allein bin. Aha. Ophelia müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um sie für andere Angriffe verwundbar zu machen. Die in der Sammlung sind, um mehr über die Schwachstellen hier zu erfahren. Okay. Von wegen. So machen wir das. Erstmal angucken und dann. Bist du nicht? Warum ist das Zeit? Level 17. Schädel, die können wir für Zaubertränke sehr gut gebrauchen. Aha. Lumos. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, dann ließe es sich vielleicht drehen. Aha. Lumos. Da brauche ich eine von euch. Lumos. Okay, aber wie? Okay. Ich verstehe. Lumos. Jetzt kommst du mal mit. Lumos. Lumos.